Ihr habt's gut. Keine Geschäfte, keine Börse. Nur ein paar Körner. Und die braucht ihr auch nicht zu kaufen. Was ist denn das für ein Geschäft? Das ist eine todsichere Sache. Die Aktien gehen hoch, weil die Regierung jetzt Unterhosen braucht. Wieso? Na, stell dir mal vor, so eine ganze Armee ohne Unterhosen. Erste Qualität. Unverwüstlich. 140 Geld! 140 Geld! 41, 41, 141! Männer glauben jede Lüge. Man muss nur verstehen, sie im geeigneten Augenblick richtig zu servieren. Es war irrsinnig aufregend. Also die Kurse, die sprangen nur so rauf und runter. Euer Vater auch. Die Leute mischen viel zu lange mit. Bis 40 haben sie ein Vermögen zu verdienen und es dann ihren Kindern abzugeben. Sehr richtig. Die Menschen über 40 taugen sowieso nicht mehr viel. Junge, du rüttelst da an den Pfeilern der ganzen zivilisierten Gesellschaft. Na und? Das hier ist doch ein verlogener Sklaventreiberverein. Heutzutage muss man das Geld sicher anlegen. Alle anderen Ehemänner sind stolz darauf, ihre Familie verwöhnen zu können. Ist das der ganze Sinn des Lebens? Und die Aktien? Die ist wiederum in den Keller. Alle? Nee, sowas geht meistens geschlossen vor sich. Jetzt spekulieren mal wir! Mein Schatz, du kennst die Börse nicht. Aber ich kenne dich. Die ist unberechenbar, unlogisch und die hat Launen wie eine Filmdiva. Es sind lauter Ausflüchte. Ich habe es satt, einen Beruf auszuüben, der mir keinen Spaß macht, bloß um eine Familie zu ernähren, der ich doch völlig wurscht bin. Aber Alfred, das stimmt doch gar nicht. So? Wovon haben Sie denn gesprochen heute Abend, als ich nicht da war? Über Ihre Sorge um mich oder waren Sie um sich besorgt? Das siehst du. Bei mir ist Feierabend. Vorsicht, Alfred, solche Gedanken stehen auf dem Index. Natürlich. Sonst würden doch die meisten Ehen wackeln.